War geil. War geil. Wir müssen hinten einsteigen, die Kinder sitzen vorne. Ah, okay. Was sollen wir machen? Neue Situation, ne? Let's go America. Ja. Machst du kein Fenster runter? Aber komm, setz dich neben mir. Komm. Ich hoffe, der ist versichert. Darf ich weiterfahren? Nein. Bei diesem Waldstückplatz, bitte. Wo ist der Waldstückplatz? Da. Oh mein Gott. Halt hier an und ich fahre hoch. Dann muss Papa mit dir jetzt gleich nochmal fahren. Okay, dann fahre ich mit Papa mit dem Niger. Ja, fahre die Parklücke, die ist groß genug. Sehr gut. Bravo. Super. Fertig. Da kommt die andere Tochter. Die übt jetzt schon mal mit dem Ligier. Komm, wo fährst du hin? Das Auto ist groß, denkt sie. Kommst du? Wieso? Weil ich will mit dir auch fahren. Naja, rückwärts ist halt... Ha! Ich habe Herrn Papa gesagt, er soll das 5 Hektar Grundstück kaufen. Dann hättet ihr eine eigene Rennstrecke, aber naja, er wollte ja nicht. Okay, sehr gut, ich komme. Wo fahren wir hin? Zum Strand. Ja? Papa hat mir nichts beigebracht. Papa hat nur immer die Handbremse hochgetan. Mhm. Dann habe ich gedacht, wir stehen. Mhm. Und jetzt? Wo ist Blinker? Hier ist Blinker. Aber oben ist rechts und unten ist links. Richtig. Oh ja. Guck mal, ich kann sehr gut rein. Ja. Fährst einfach hier rein. Sehr gut. Ja, liebe Kinder, also, wir haben jetzt heute etwas vor. Was wollen wir jetzt machen? Wir fahren jetzt durch den Wald, eigentlich durch unseren eigenen Wald. Genau. An den Beach. Reservation machen wir dann am Beachclub. Okay, das ist wer macht das jetzt? Der Wiener. Ja. Nimm den Jeep und fahr los. Warte. Der Reifen hängt super. Ich werde es jetzt checken. Checkt er? Ja, checkt er. Sabina, lass mich. Papa ist nicht immer. Alles gut. Guck gleich das an. Mama einsteigen, Papa einsteigen, alles geht. Ja, so sind die Geissens. Was machen wir am Sonntagnachmittag? Ein bisschen Abenteuer mit den Kindern. Müssen ja auch im Wald ein bisschen fahren lernen. Deshalb haben wir ja einen großen Wald.